wem? Mit den Wikingern. Ah, ja. Die Amazonen haben ihr Migrationsabkommen beendet. Construction complete. Haben sie jetzt inzwischen eigentlich... kontinentale Welt? Okay. Also Gaia-Terraforming scheinen sie ja noch nicht zu haben. Aber anscheinend, ja... Halb-Amazonen und Priki, ja, die haben sie genutzt, um kolonisieren zu können. Sizilien, wie sieht's hier aus? Wir brauchen mehr Landwirtschaft. Okay, die haben Assoziationsstatus. Also wenn wir Pech haben, kriegen wir auch noch eine Föderation, mit der wir uns anlegen müssen. Es bleiben noch Wohlstand, Dominierung und Diplomatie. Diplomatie brauchen wir nicht wirklich. Diplomatie ist in diesem Spiel bisher ziemlich schwach. Wohlstand, Bergbauproduktion 10% erhöht. Gebäude und Distrikte... wenn es fertig ist, ja. Dominierung. Ich glaube, Dominierung ist tatsächlich besser, allein schon wegen dem Einfluss. Es gibt nicht so viele Einflussquellen im Spiel, deswegen... Construction complete. Können wir im Moment so lassen. Construction complete. Die Wikinger erreichen wieder einen Punkt, dass sie relativ stark sind. Monkadir, Sablisur. Was mir absolut nicht gefällt. Schlachtschiff in 18 Monaten. Okay. Flottenkapazität sieht soweit auch gut aus. So, haben wir große Spezialistenjobs. Ja, und alles Priki noch dazu. Das sind so die Momente, in denen genetische Verbesserung sinnvoll wäre, aber dafür haben wir absolut im Moment nicht die Aufstiegs-Slots. Die brauchen wir für andere Sachen. Monkadir, Sablisur.
Construction complete. Any Val Yordam. Wir haben schon wieder keine Energie. So, 243. Wie viel produzieren wir hier? 91. Deaktivieren. Was kommt dabei rum? Das ist eigentlich sogar noch relativ akzeptabel. Vor allem, weil wir hier noch Luft nach oben haben. Wir siedeln einmal um. Wir brauchen ein paar... Wo ist es? Terrarium. Da brauchen wir ein paar Ägypter. Dann können wir Spezies, Priki, Rechte festlegen, Staatsbürgerschaft, Sklave, Sklavereityp, Haussklaverei. Lebensstandards. Aber wir machen mal vertretbare Konditionen. Gibt ihnen mehr Leistungen, ja komm. Auf diesem Planeten gibt es keine Arbeitslosigkeit. Spezialist-Arbeitslosigkeit, wir brauchen auf Vulkanus mal eben ein paar, die als Vollstrecker übernehmen können. Und damit wäre auch das erledigt. Das heißt, die bauen wir zurück. Nein, ich möchte die nicht ausbauen. So, wie sieht das jetzt aus? So, einmal nach oben. Was haben wir hier alles an? So, Diener. Das heißt, wir machen einmal 10 darüber. Und dann machen wir 10 in die Festung. Und dann können wir auch schon hier 2 Bollwerke hinsetzen, wobei... Obwohl, ein Schild haben wir noch nicht, ne? Dann brauchen wir erst noch eins. Dauert noch 6 Monate. Treibsand!
So, Schlachtschiffe haben wir in 2 Monaten und planetare Schildgeneratoren in 3. Wir haben schon wieder keine Nahrung. Oh, wir haben so viel an Legierungen in letzter Zeit verkauft, dass die schon fast nichts mehr wert sind. Technology secured. Technology secured. So, wir haben Schlachtschiffe. Zitadelle dauert 72 Monate, ist aber eigentlich... Weil nee, wir nehmen lieber das. Plasmakanone, 96 Monate. Forschungsstationen, Forschungsgeschwindigkeit. Mit positronischer KI bin ich im Moment vorsichtig. Wieso läuft hier gerade Waluigi Time? Ich wüsste gerne, was. Hä? Ihr hört das doch auch, oder? Construction complete. Also ich habe einen Waluigi Advisor Mod drin, aber den habe ich jetzt noch nie benutzt. Ich verstehe es gerade nicht. Ich möchte wissen, lautstarke Mixer. Es spielt aber auch sonst nichts ab. Ich finde das gerade echt gruselig. Descent is forcefully discouraged. The weak govern the strong. Das. Ist es vorbei? Ihr habt das auch gehört, oder? Ich finde das gerade mega creepy. Jetzt mal ehrlich, warum läuft hier auf einmal sowas? Technology secured. Das ist so ein Moment, wo ich mir eine Facecam wünsche, weil... Okay, die setzen Anspruch auf das Rana-System. Alles klar. Construction complete. Glaubt ihr doch selber nicht. Rivalität, ja gut, wenn ihr uns die Rivalität erklärt, dann auch umgekehrt. Warum? Man braucht ja auch keine Freunde in diesem Spiel. Aber mich frage mich jetzt wirklich, warum Waluigi Time vorhin hier lief. Und warum ich nicht mehr, also ich weiß nicht, was das abgespielt haben könnte. Also wenn es nochmal passiert, muss ich wirklich nachschauen, weil... Ich hoffe, dass es jetzt auch in der Aufnahme drin war, weil sonst ist meine Reaktion komplett ohne Zusammenhang. Auf Elysium. 4. Ja komm, dann geht rüber. Halb-Amazone, arbeitslos. Wie viele Halb-Amazonen habe ich in meinem 23? Auf 4 Planeten. Ich möchte die nicht hier haben, ehrlich gesagt. Also wenn ich sie hier habe, dann halt als Sklaven. Lebensstandards, vertretbare Konditionen. Und... Aus Sklaverei. So. Ich hoffe nur, dass das jetzt nicht alles komplett wieder zerstört.
2 freie Jobs. Dann machen wir einmal so. Hier ist nichts, was ausgebaut werden müsste. Planetarer Schildgenerator können wir jetzt bauen. Was wir jetzt auch bauen können, sind Schlachtschiffe. Und die nennen wir die Legate-Klasse. Ich weiß nicht, ob das ein Rang der römischen Armee war, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Wir haben leider noch nicht Spinal Mounts, weil sonst würde ich die nehmen. Die sind eigentlich, nämlich eigentlich mit am besten. Aber ansonsten Artilleriekern. Komm, wir machen, macht zwar keinen Unterschied, aber der Form halber. Und regeneratives Rumpfgewebe, Artillerie. Und dann kriegt jede Flotte 1. Zumindest, also die werden noch nicht in die Massenproduktion gehen, wenn wir sie nicht brauchen. Oder wenn wir die Forschung kriegen, mit der die billiger und schneller sind. Warum habe ich Energiesauger genommen? Habe ich sonst nichts? Ist doch Unsinn. Dann nimmt von mir aus das. Das ist immer noch sinnvoller. Wir können jetzt... Genau, wir können jetzt die hier loswerden. Ja, das ist sogar ziemlich gut. Industrieakologie. Und eine von denen kann halt genug Konsumgüter erzeugen, um 4 von denen hier zu versorgen. Und die geben halt Sozialforschung und Einigkeit. Und Handelswert. Und, oder? Nee, Kulturarbeiter und Entertainer geben keinen Handelswert, aber sie geben halt Dienstleistungen wie sonst was. Und die erhöhen halt indirekt unsere Produktion. Auf, das ist jetzt fertig. Wir haben jetzt aber massenhaft Jobs hier frei. Und hier sind auch 3 frei. Pass auf, die können nämlich auch weg. Wir brauchen dann auch keine exotische Gasraffinerie. Hat sich der Preis mal wieder erholt? Nee, immer noch nicht. Und da können wir nämlich hier... So, hier sind nämlich noch 2 Jobs frei. Aber das bringt uns nur bedingt was. So, ist der Monat jetzt schon drüber, oder? Technology secured. Forschung, Kolonieentwicklungsgeschwindigkeit, Disruptor, experimentelle Rubraumnavigation. Das hätte ich früher gebraucht. Aber jetzt ist es mir gerade egal. Disruptoren sind nur... Also für Schlachtschiffe sind die halt nicht wirklich brauchbar. Kolonieentwicklungsgeschwindigkeit. Ich weiß nicht, ob damit irgendwelche anderen Forschungen zusammenhängen, aber... Construction complete. Schaden kann sie nicht. Jetzt haben wir halt massenhaft Slots frei. Also wenn mal irgendwo was frei sein sollte, also an, sowohl an Gebäudeslots als auch an Arbeitslosen, setze ich vielleicht auch noch tatsächlich nochmal eine
etwas für flüchtige Teilchen hin, weil zumindest da, wo auch wirklich eine Festung sein soll, sollten vielleicht auch wirkliche Festungen sein. Und nicht nur Bollwerke. Apropos, aber hier ist vielleicht echt sinnvoll, sowas, so ein Habitat zu haben. Das heißt, wenn da nämlich eine Invasionsflotte durchkommt, kommt die da erstmal nicht raus. Construction complete. So, Diener haben wir hier 9. Dann siedeln wir die um. Construction complete. Weil hier dienen die niemanden. Zerstört vorhandene Gebäude. Ja, Tatsache. Wie sieht es hier aus? Hier haben wir 13 Diener. Complete. Das heißt, die füllen da dann nämlich Construction Entertainer-Slots und die müssen nicht unbedingt von Staatsbürgern erledigt werden. Hä, die EE... Hä? Nein, ich möchte von Terrarium zur EE-Festung. Das heißt, ein paar sollte ich vielleicht aufsparen für Rana. Den Kliniken habe ich hier. Da möchte ich aber auch hier welche. Ich knalle jetzt überall Genkliniken rein, weil wir das Wachstum brauchen. Genkliniken haben wir hier und hier auch. So, wir brauchen aber nochmal 2 da drüben. Auf Terrarium beendet das. Ja, ist okay. Ja, ich sehe warum. Construction complete. Okay, irgendwas passiert hier. Das ist definitiv Mario Kart Musik. Also irgendwas, das stimmt hier ganz gewaltig nicht. Eine Sekunde. Ich habe rausgefunden, was das Problem ist. Aus ja, weil ich die Waluigi-Mod drin habe. Was ich halt nicht wusste, ist, dass hier auch Waluigi-Musik drin ist. Das erklärt so viel. Ich meine, ich verstehe auch, warum es drin ist, aber ich sollte die Mod vielleicht nicht anlassen, wenn ich sie auch nicht aktiv benutze. Ich wusste halt nicht, dass das diese Wirkung hat. Aber damit hatten wir wenigstens gerade einen halbwegs amüsanten Moment. Staatselement-Slots. Ja, komm. Wir sollten auch ein Kolonieschiff bauen. Construction complete. Construction complete. Schlachtschiff. Okay, haben wir. Wir brauchen nicht unbedingt Sternentore. Vor allem in 10 Jahren ist Endgame. Wir brauchen unbedingt Sternentore.
Und wir müssen unbedingt was gegen die Wikinger unternehmen. Wie ist das, wenn ich in jetzt den Krieg erkläre? Die Ägypter haben wahrscheinlich über die Amazonen Zugriff auf dieses Wurmloch. Also die Festung sollte ich vielleicht schon fertig haben. Aber solange ich noch nicht einen Angriff übergehe, sondern einfach nur die in meine Sternenbasen reinrennen lasse. Zitadellen kann ich noch nicht bauen. Ach, die sind auch noch gar nicht in Auftrag. Okay, wir hatten nur zwischendurch die Forschungsmöglichkeit, aber die habe ich mal nicht wahrgenommen. Technology secured. Partikellanzen. Moment, das X ist aber nicht das gleiche. X ist doch eigentlich das, was auf Titan kommt, oder? Energiecredits von Technica. Ja, komm. Construction complete. Brauchen wir. Wir haben auch wieder viel zu wenig Essen. Construction complete. So, das heißt, hier haben wir eine Festung und wir können auch noch ein Bollwerk errichten. Construction complete. Hier einmal Landwirtschaft. Vorstrecker reduzieren Kriminalität zu sich um 20%. Hauptstadtgebäude und Wohngebäude stellen jeweils eine Wohnung zur Verfügung. Maximale Fähigkeitsstufe ist halt auch nicht mega gut, also. Aber unsere Flotte muss wachsen, das ist auf jeden Fall wichtig. Befehlslimit ist nicht hoch genug. Aber hier können wir noch eins reinpacken. So, hier haben wir keinen Wissenschaftler. Eifrig, das ist für Ingenieur. Okay, dann ist es egal. Dann habe ich nichts, was dafür besser geeignet wäre. So, und die Trojaner sind relativ stark geworden, die Mayas sind. Also die Asiaten sind noch mit das, stärkste. Also die haben einfach über 1000 Pops. Construction complete. 18 Kolonien. Ihre wirtschaftliche Macht ist im Vergleich zu unserer überwältigend. Und sie sind uns auch technologisch überlegen. Construction complete. Alter, wie viel Handelswert haben die hier bitte? Also wirklich am schwächsten, außer den Priki sind halt wirklich im Moment die Wikinger, aber das will nicht viel heißen. Weil sie auch in, vor allem weil sie auch in der Föderation sind. So, das kann darüber. Bin ich alle durchgegangen? Construction complete. Ja.
Construction complete. Oh, wenn wir hingehen und eine exotische Gasraffinerie bauen. Die Frage ist halt natürlich, wo holen wir die Konsumgüter her, aber die viel wichtigere Frage ist halt, wo holen wir die Pops her? So, wie sieht's hier mit Arbeitslosigkeit aus? Via Appia Forschungsstation. Ja, das können wir ändern. Mikum der Anables. Mikum der Anables. Soll ich den Krieg erklären oder nicht? Erniedrigung. We have declared war to save auf die Gefahr hin, dass ich das bereue. Okay, die wollen dahin. 3,4, 9,3. Die Sternbasis ist dem alleine nicht gewachsen. Aber mit der Flotte schon. Construction complete. Ich möchte die im Moment einfach nur erniedrigen, damit ihre Produktion runtergeht. So, passt auf, ihr wartet ein bisschen in der im Hintergrund, bis sie auf die Sternenbasis gehen. Station under attack. Und jetzt schnappt ihr sie euch. Das waren größere Verluste, als ich mir gewünscht hätte. Wobei, das sind alte Schiffe. Wir gehen jetzt sowieso komplett auf Schlachtschiffe. Daher ist das völlig okay. Und wir sind im Moment noch in der überlegenen Position. 31% Kriegsmüdigkeit haben die jetzt schon nach einer Schlacht. So, hier haben wir auch definitiv die Oberhand. Die Föderationsflotte. Was? Und tatsächlich dann der Föderationsflotte. Zum Vulkanussystem. Ja gut, die eine Flotte kann ich da problemlos hin verlegen. Wenn diese Sternenbasen hier nicht wären, wäre es auch gar kein Problem, in die Offensive zu gehen.